Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play von Mountain Blade Warband Flores Mod Evolved. Ja, willkommen. Ich habe ja den Mod schon mal Let's Played vor ein paar Jahren und jetzt wurde der Mod richtig überarbeitet. Ich bin wirklich froh, ich habe schon mal angetestet. Und ja, da ging es noch nicht so gut. Ich habe den Mod manuell installiert, aber der Mod hatte den Script Extender nicht gefunden sozusagen. Ich habe es richtig installiert, trotzdem ging es nicht. Ich habe es sogar nochmals probiert, ging nicht. Also habe ich den Launcher Version runtergeladen von Nexus Mods und das ging. Also unbedingt, wenn ihr auch das spielen wollt, unbedingt in Launcher-Version, nicht von Steam runterladen, bitte. Ja, ich glaube, das ist sogar ein bisschen Ding. Ja, ich mache mal die Kampf-Key und so auf schlecht. Ich weiß nicht, wie gut das alles ist. Also lieber schlecht momentan als intelligent. Und ja, wir schauen mal. Also wir sind wieder in Acaretia gelandet, wie genau im Original, also muss ich nicht vorlesen. Hier mache ich mal einen männlichen, denn mein Vater ist ein Dieb. Mein frühes Leben war ein Steppenschild. Ja. Später wurde ich ein Dieb. Und jetzt bin ich auf personale Rache. Ich bin weggestoßen worden. Ich war ja in Basel. Aber das war ja nicht so gut. Dann bin ich in Mount Blade gelandet. Okay. Gator Companions. Gator heißt irgendwie begrenzt, also ja, in einer Mauer. Also Gate ist ja das Tor, also das Tor ist irgendwie nicht so offen oder so. Das heißt eigentlich einfach, dass die Companions, also die Mitglieder, die man anhören kann, die speziellen Helden sozusagen, nicht von den Städten weggehen können. Und das möchte ich nicht anmachen, weil ich die ja zufällig haben will. Und wir machen Fog of War nicht an. Wir wollen ja auch sehen, wo die Städte sind. Das ist nur für die Städte. Nur für die Städte, nicht für die Truppen. Also machen wir nicht an. Staatenregion machen wir Sultanat. Ich habe mich für die Sultanat entschieden, weil ich dieses Volk wirklich noch nie gespielt habe. Ich habe die Werge auch noch nie gespielt, aber die... Nein, möchte ich nicht spielen. Weil ich... die noch aufsparen. Wir nehmen Expanded Troops, Reworked, weiß ich jetzt nicht genau, was das anders ist. Und nativ ist es natürlich auch nicht. Expanded Troops, Done. Lass mich ohne Speichern beenden, weil ich eventuell immer wieder in eine Sackgasse komme. Das ist einfach am Spiel. 1 Charismus, 2 Intelligenz, 1 Stärke. Und hier 2, Power Strike 1. Power Draw 1. Power Draw ist übrigens Bogen und Armbrust. Weapon Master 1. Leadership 1. Also 1. Und wir nehmen noch Inventory Management. Gut. Wir werden anfangs mal mit Einhandwaffen kämpfen und Bogen schießen. So, und wir benennen uns Drago. Basler. Gut, und starten mal. Ah ja, jetzt kommt noch das. Machen wir mal ein zufälliges Gesicht. Aber das wäre schön gewesen. Passt natürlich auch. Ich will schon dunkel aussehen. Nein. 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 Müssen noch ein bisschen durchschauen. Nein, nein. Ja, gut.
Die Haut möchte ich vielleicht noch wechseln. Ja, ich nehme so. Der Bart. Ich möchte irgendwie, ja, so etwas nehmen. Ja, ich nehme das. Oder, nein, das ist perfekt. Nehmen wir das. So, und wir nehmen, oh, so sieht cool aus. Irgendwie sieht es schon cool aus. Machen wir mal mehr, hä? Oh. Stolzer Krieger irgendwie. Aber es sind zu schöne Haare, wir sind ein Dieb. Eventuell die davor, die Spitzen, hä? Ja, eventuell nehme ich die Spitzen. Ja, es ist alles nicht zu einem Dieb passend. Ach so. Also jetzt sind wir heute am Anfang, jetzt nehmen wir die. Ja, das waren sie nicht. Wo waren jetzt die Spitzen? Aber so sieht irgendwie auch cool aus. Ich bin zu weit. Ich glaube, das waren die, aber die sehen nicht so schön aus. Ich nehme die coolen da. Oder die? Ich finde die nicht schön. Die sind gut zu texturiert. Ja, es ist schwer. Also es wurde schwerer zum Aussuchen, habe ich so das Gefühl. Ja, wir nehmen die. Alter nehmen wir. Oh, wir können sogar weiße Haare machen. Das ist cool. Ich nehme wieder ganz jung und knackig. Und die Haarfarbe nehmen wir schwarz. Wir können nicht schwarz nehmen. Ja, ist doch relativ schwarz. Gut, was ich noch machen will, ist die Hautfarbe, aber die können wir irgendwie nicht so ändern. Nein. Schade. Ja gut, lassen wir es so. So, wir kommen ja in Scheiß an und das am Abend. Wir haben, ja, wir sind sehr müde und sind in Scheiß bei der Schenke angekommen. Aber da wird man plötzlich noch vor der Schenke von einem Klingen schwingenden Skabard angegriffen. Skabard ist wahrscheinlich irgendwas ein Böser. Okay, ich weiß nicht wieso, als ich... Ja, komm. Wieso habe ich eigentlich diese Fehlermeldung? Boah, hab ich mega. Shit. Hab ich mega Schaden gemacht. Bist du alles okay? Ja, gut. Ja. Super. Dann gehen wir mal rein, ne? Shit, ich hab irgendwie einen Fehler. Gut. Ach, ich bin interessiert. Okay. Ja, okay, Deserteure gleich bei mir. Surrender. Wie böse ist denn das? Shit, war das böse. After painful days, also nach schrecklichen Tagen unter Gefangenschaft, sind wir endlich freigekommen. Ah, zu abzuhören, okay. Wie böse das war! Wie böse! Schrecklich! Gut, also ich hoffe, die kommen nicht mehr, diese roten Sätze. Ist natürlich nicht so gut. Ich möchte jemanden rekrutieren. Okay, wir können einen... Nein, fünf, okay.
Oh cool! Die sehen noch recht gut aus, ja? Boah, wie böse das war! Ich ging sofort weg! Die haben mich aber sofort erreicht! Dass der Mod wirklich gar nicht so... Ding. Also, wir haben halt Zeit jetzt verloren, aber... Ja, das ist auch gut für die anderen. Okay, also, dann... Gehen wir natürlich wieder nach Charlie zurück. Wir müssen ja die Quest machen. Uiuiui. Wir sind wirklich gerade am Arsch gewesen. Visit the Tavern. Summer Akbari. Aha. Camp Fellow. Sigmund. Ja, der kostet wahrscheinlich etwas. Hä? Tja. Ja, ich möchte gerne Freelancer. Ah, das sind... Wir können einen... anhören. Nein. Sorry, geht nicht. Das normale... Other Acker. Ja, das ist der... Also, ja, sehr gut, wir handeln. Ja, wir haben die Quest schon gemacht. Wir haben ja 5 schon rekrutiert. Okay, der Marktplatz. Tutorial, das ist der Handelsbildschirm. Haltet die Stück, dass ihr gerückt und klickt auf einen Gegenstand, um ihn schnell zu kommen und zu verkaufen. Boah. Color Talents Lines. Heavy Horseman's Mace. Oh, cool. Das ist ja mega genial. Wir haben nur wenig... Wir haben nicht wirklich ein Kamel! Nein, das ist mega genial! Gab's das schon? Nein? Nein, das gab's doch nicht im Ding, oder? Wir brauchen Reiten 3, ja, wir wollten auch Reiten skillen, aber wir haben zu wenig Punkte gehabt. Oh, Orange Lady Head Cloth. Oh, blaue Handschuhe. Also ja, mega genial. Ich bin wirklich ein richtig guter Ding. Fan von diesem Mod. Also ja, ich habe es immer wieder ja, mich ein bisschen informiert und so etwas. Aber das überschlägt mich gerade. Also so gut informiert habe ich mich nicht mehr. Ich habe seit dem letzten Part von Flory's Mod, dem ersten Let's Play, nicht mehr gespielt. Nur noch ein bisschen informiert. Aber ich bin gerade überrascht dafür, dass es so viel geändert wurde. Verbessert wurde, das ist Wahnsinn. Ja, also wir können den Cola einfach nehmen und für mehr nicht. Es ist alles verändert worden. Das ist so genial. Also wirklich Applaus für die Entwickler. Das ist ja mega genial. Gut. Ja, mein Name ist Drago Base, at your service, sir. Ich nehme immer das unter, das ist mir einfach beliebter, das ist kurz Zeugs. Ja, du bist Lord von Scheiß, ja, der Sultan. Ja, ich sehe, du bist eine gute Geburt, normale Geburt, kommen ist normal. Also kommen ist einfach, wie soll ich das sagen? Einfach normal, also durchschnittlich, genau, durchschnittlich. Ja, aber du siehst gut für einen Fight. Ein Kämpfer für mich. Du bist, ja, du bist wahrscheinlich Trust. My Lord, ich have come to offer you mass word and knowledge. Machen wir noch nicht. Do you have any tasks for me? I have something you called with me and is with the loveless villain known as Remat the Gaunt. Ja, wir probieren's mal, hä? Das wird relativ schwer wahrscheinlich. Jetzt steht nicht, was für ein Dorf. Okay. Nein, ich will nicht zum Port. Headback. Das ist der Hafen und das zeige ich dann euch später. Ich will noch etwas sagen, das Let's Play zu meinem Blöd. Warband, das also zum normalen Spiel, wird nicht unterbrochen. Ich werde immer wieder Seasons machen von Flory's Mod und von Warband. Und dann kommen halt paar Parts von Flory's Mod oder von Warband. So, Anmerkungen.
Gut. Rustig. Okay. Wir müssen natürlich die Band of Robbers. Band of Robbers. The Bank Robbery. Von dem kenne ich mich eigentlich. Nur Robbery. I've been looking for you. Tell me where you keep your prisoners and they'll let you go. Also, ich schaue auf dich. Gib mir die Gefangenen und ich lass dich frei. Ha! Du bist ein armer Gefangener und du... das sind arme Gefangene und du bist einfach so zufällig. Du bist ein Zufälliger. Hast du ein wenig Säbe? Nein, aber ich habe blanken Stahl. Ja. Nein, ich will das normale. Das Bogen, was die eins haben. Gut. Jetzt müssen wir schauen, da vorne sitzt irgendwas. Das sieht mega genial aus, hä? Und so sehen wir schön Sanonide. Ach, wie gut. Ach, wie gut haben wir diesen Mod. Ich liebe ihn. Ich werde ihn lieben kennenlernen. Ich hoffe, er ist wieder ein bisschen fairer geworden. Nein. Wie viel so treffe ich denn nicht mehr? Ja. Okay, einen haben wir verloren, aber ich habe es jetzt mal ein bisschen fair gemacht. Ich will ja Bogen lernen. Im Original haben wir auch Probleme. Ein Mallet? Das ist ein Mallet. Mallet kenne ich, aber Mallet. Ah, das ist einfach er, ja. Okay, nur er ist es. Ein Maze. Was ist das? Swadian Stones. Ausrüsten. Nein, wir nehmen das Schwert. Zwei Killet. Wieso haben wir jetzt zwei? Haben wir zwei verloren? Okay, vielleicht habe ich einen gesehen. Eis. Spar, weiß ich nicht, was das heißt. Ah, du rettet. Du hast mich gerettet. Gehen wir zu seinem... Was war es? Einfach irgendwas, aber Robber. Ich habe dein Leben gerettet. Du bist, nun ja, du hast Informationen, oder? Ja, gut. Looter. Ah, wir haben gar keine Dinge. Aber wir können wir hier mal enden. Wir machen einen Ayam, einen Oglan. Und ja, können nichts mehr. Ja, Oglan sind die Fernkämpfer, gut. Ayam die Nahkämpfer. Das müssen wir auch wieder merken, weil oben ist ja auch ein Original. Immer Ding. Also, Rusty Salam, needs Wort. Ja, brauche ich unbedingt. 20, 23, klar. 18. Sehr gut. Eben, das können wir noch nicht tragen. Machen wir den Kohl also mal drüben hin. Das Knife nehmen wir natürlich mit. 16. Okay, 15. 17. Ah, 3 auf Beinschutz. Aber, ah, schaut euch mal, minus 1 zu Body Armor und Leg Armor. Okay, ist nicht so gut. 10, ja, nehmen wir. Reißen wir aus. Wie sieht das eigentlich aus? Also, sie sehen alle echt aus. Mega gut gemacht. Seht ihr mal einen viel besseren Mod, also das Hauptspiel, gibt's das? Wahnsinn. Okay, dann gehen wir nach Scheiß zurück, zur Taverne. Jetzt müssen wir noch schauen, wer das war, der da. Ja, ich habe, ja, der Bruder war's, stimmt. Also, wir haben den Burniten-Ding und haben... Ah, er hat gesagt, wo das ist, stimmt. Ah, Headback. Nein, Leaf. Das regt ein bisschen auf, dass das Ding ist. Aber in Hababa war er.
Oder? Nein. Debian, Debian. Dort oben. Das ist ein bisschen weit. Gut, wir sind sehr langsam. Wir können jetzt wirklich nicht schnell reisen. Da möchte ich unbedingt die drei Reiten als nächstes Level haben. Muss mal kurz gucken. Okay. Ja gut. Das sind normale Farmen, guten Glück. Ja, einer kommt her. Ein einsamer Kämpfer kam her von Halma und er möchte lernen, ein Held zu sein, ein Kampf-Tournament ist das Turnier, Held zu sein. Inter Town bei Wang Alagur. Wang Alagur. Müssen danach schauen, hä? Schauen wir kurz. Wang Alagur. Wang Alagur. Ja, Kidnap ist Hideout. Dort müssen wir noch hin. Gut. Wo ist Wang Alagur? Und nur zurück. Und nur schauen. Nara. Die ist da. Ich weiß gar nicht, wo Alagur ist. Das habe ich noch nie gehört. Anmerkungen, Orte, Nang Alagur. Nang Alagur. Ah, vielleicht ist es er. Ja, das ist wahrscheinlich er. Ja, sonst, ich hab's ja nicht gesehen. Kann er sein gewesen, aber... Also wahrscheinlich wegen einem Turnier oder so gesagt. Ja, wir malen noch ein paar. Es will niemand, okay. Go to the Village Center. Oh, wie geil! Mega gute Grafik für dieses Spiel. Das, da haben die Motte also wirklich alles super gemacht, finde ich. Das ist ja mal heftigst. Komm, wir machen mal Bogen für den Anfang und hauen dann direkt ab. Jetzt müssen wir ihn nur finden, aber ich glaube, er ist nur am Tag da. Also so war es in Warband Original, Vanilla. Ja. Oh je. Finden wir den? Ich hoffe es, wir finden ihn. Komm schon, bitte. Eieieiei. Ich möchte den finden. Wir müssen aufpassen. Mega. Weil der Mod ist natürlich auch schwerer als das Original. Also das müsst ihr euch vorstellen. Ich sehe nirgends. Sonst gehen wir halt noch kurz zum Lager, hä? Ich war ja im Dorf drin und haben ihn nicht gesehen. Ich glaube, die sind wirklich immer nur am Tag da. Das wird auch so hier sein. Es ist gar nicht... Also sind alle im Haus scheinbar im Mod. Sind alle im Haus. Ah, dort ist der Anführer, der Dorfälteste. Aber der sagt ja nie etwas, oder? Ich glaube, der sagt nie etwas. Da ist er sogar. Das ist ein Hunter. Ah, gut. Können wir Hunter nehmen. How many animals do you need? Kann ich jetzt nicht machen. Hab kein Geld. Okay, der sagt gar nichts mehr. Saplis? Okay. Sind aber alle recht, hä?
Okay. Gehen wir also noch dorthin, hä? Ja, wieso gehst du denn auf die Seite? Die Bane. Dort haben wir aber auch noch Ding. Bicepless. Ja, Recruit 4. Nehmen wir die mit, weil wir verlieren jetzt hier ein paar. Attack. Attackiere das Versteck. Gut. Wir trainieren eben wieder die Leute, hä? Wieso sind die Schlechten jetzt drin und nicht die Guten? Ah nein, wir haben nur zwei Gute, genau. Also. Coole Musik. Ist das eine neue Musik? Ja. Ist das eine coole Musik? Also. Tut das natürlich sehr gut anfangen, hä? Wir wollen einfach einen Bogencharakter jetzt diesmal machen. Also hauptsächlich Bogen. Das ist schon wichtig.